Über die Altersvorsorge hinaus will ich ein Volk von Eigentümern und bin ein Volk von Aktionären. Und deshalb sind Aktien hier gerade risikoärmer als die Rentenpolitik der Großen Koalition. Und es ist notwendig, das zu tun, weil sonst wird es auf Dauer untragbar. Wir brauchen eine bessere Altersvorsorge in Deutschland und heute will ich über die Aktienrente sprechen, bei der ein Teil der gesetzlichen Altersvorsorge in Aktien angelegt wird. Das ist ganz neu und heute wollen wir neben dem auch mal die Frage beantworten, ob Gewinne auf ETFs und Aktien bald steuerfrei sind. Dazu begrüße ich Johannes Vogel, den rentenpolitischen Sprecher der FDP. Herzlich willkommen bei Northern Finance. Hi, danke für die Einladung. Und als kleine Info vorab für euch als Zuschauer, dieses Video ist natürlich nicht gesponsert und ich bin auch kein Mitglied der FDP. Johannes, ich würde mich freuen, wenn du mal kurz vorstellst, was ist eigentlich das Konzept der Aktienrente, was ihr erarbeitet habt? Ja, gerne. Also es ist eigentlich ganz einfach. Wir haben zwei Ausgangstatbestände. Der eine ist, die Aktienkultur in Deutschland ist viel zu gering ausgeprägt. Und das ist ein Problem, gerade auch für die Vermögensschere. Und gerade bei langfristigen Anlagen sind Aktien extrem sinnvoll für alle Bürgerinnen und Bürger. Deswegen setzen demografiefeste Rentensysteme, ganz unterschiedliche Aufstellung, aber alle sozusagen relativ demografiefest. Die Schweiz, die Niederlande, Schweden setzen auf Aktien, weil wir bei Altersvorsorge ja gerade über lange Anlagezeiträume reden. Und der Aktienanteil dort ist jeweils höher als in Deutschland. Und wir haben ein Demografieproblem in der Rente. Die Babyboomer, die geburtenstarken Jahrgänge, die werden anfangen, ab Mitte dieses Jahrzehnts in Rente zu gehen. Und von den anderen Parteien kann niemand erklären, wie die Rente dann dauerhaft finanzierbar sein soll. Und wenn man nicht dann irgendwann zu schlechten Alternativen greifen will, dass der Beitragssatz zulasten der Jungen explodiert, dass der Steuerzuschuss explodiert, die Schuldenbremse nie wieder eingehalten werden kann, wir schlechte Möglichkeiten für Zukunftsinvestitionen haben oder zwangsweise alle bis 75 arbeiten müssen oder 70 und länger. Wenn man all das nicht will, dann muss man die Rente, das Umlagesystem in seiner Substanz reformieren. Und das ist der Vorschlag der gesetzlichen Aktienrente. Nach schwedischem Vorbild fließt dann ein Teil an der Einzahlung in die gesetzliche Rente von allen Bürgerinnen und Bürgern in 100% Aktien, organisiert im Regelfall mit einem öffentlichen Non-Profit-Fonds. Schweden hat Top-Erfahrungen damit gemacht und unsere Berechnungen haben gezeigt, das kann Renten und Staatsfinanzen stabilisieren. Das Rentenniveau steigt wieder und Geringverdiener profitieren überproportional. Und wenn unser Ziel ist, dass wir ein Rentensystem haben, was für alle Generationen stabil und für die ganze Gesellschaft fair ist, dann finde ich, klingt das nach einer guten Idee. Und deshalb vertreten wir sie in diesem Wahlkampf. Okay. Und mir wurde in der Schule immer gesagt, Aktien, ETFs, Fonds. Das wären alles riskante Produkte und die gesetzliche Rente sicher. Und der Fokus ja, nennt euren oder deinen Vorschlag ein durchaus radikales Konzept. Was würden Sie oder was würdest du so Leuten antworten? Also erstens glaube ich, das, was dir in der Schule gesagt wurde, ist Ausdruck des ökonomischen Analphabetismus in Teilen der Grundbildung in Deutschland. Es zeigt, wie dringend wir in allen Bundesländern endlich ein Schulfach Wirtschaft brauchen, um so ein paar Grundlagen zu erklären. Und zum Beispiel die Grundlage, dass bei Risiko der Faktor Zeit immer relevant ist. Also reden wir darüber, Aktien sind riskant, wenn du heute sie kaufst und in 2 Jahren sicher dein Geld brauchst. Ja, unbedingt. Dann sind sie sehr riskant. Da würde ich auch nicht zu Aktien raten. Sind Aktien riskant, wenn du 30, 40 Jahre anlegst? Nee, gar nicht. Im Gegenteil, da sind die Renditen hoch. Über die Frage von Umschichtungen und so kurz vor Renteneintritt können wir uns ja nochmal unterhalten. Aber die Grundformel ist, Risiko ist immer auf der Zeitachse zu betrachten. Und langfristig sind Aktien eben risikoarm. Und bei der Altersvorsorge reden wir ja über genau langfristiges Anlegen. Und deshalb sind Aktien hier gerade risikoärmer als die Rentenpolitik der Großen Koalition. Denn da geht es nicht um Risiko, sondern die fährt sicher vor die Wand. Keiner der Kolleginnen und Kollegen kann erklären, wie das 2030, 2035, 2040 ohne Reformen noch finanzierbar sein soll. Und das ist mein Anspruch an Politik, dass Politik nicht nur bis Ende der Legislaturperiode denkt, sondern auch darüber hinaus, in Jahrzehnten. Und deshalb, ich weiß nicht, wo das stand, das Zitat aus dem Focus, wenn es in einem Focus-Online-Artikel war, da steht leider auch viel Quatsch über die Aktienrente. Der Kollege hat nicht alles richtig verstanden. Aber den Punkt, es ist radikal, ziehe ich mir insofern an, dass es entschlossen ist. Es ist eine entschlossene Reform.
genau die ist aber notwendig und es ist geradezu fatal, dass die anderen Parteien nicht bereit sind, die anzugehen rechtzeitig. Die schlechte Nachricht ist ja, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, bis die Babyboomer in Rente gehen. Die gute Nachricht ist aber, wir haben noch eine Legislaturperiode, also lass sie uns nutzen. Okay. Und wie ist das denn jetzt in Schweden gelaufen? Das war ja eben unter anderem dein Beispiel. Die machen das jetzt schon seit den 1990er Jahren. Wie hat sich denn dort jetzt die Situation verändert in Schweden für die Leute, die eben ja diese gesetzliche Aktienrente dort mitgemacht haben? Ja, also erstmal vielleicht etwas verallgemeinert erklärt, wie ist das, was haben die gemacht? Die haben die gesetzliche Rente auf zwei Beine gestellt. Früher war das 100% Umlage und jetzt fließt immer noch ein großer Teil in die Umlage, aber 2,5% fließen dort in den AP7, das ist das schwedische Äquivalent zu dem, was wir gesetzliche Aktienrente nennen. Das ist dieser öffentliche Non-Profit-Fonds. Der Gesamtbeitrag hat sich aber nicht verändert. Das heißt, es geht um die Aufteilung in der ersten Säule. Das ist deshalb wichtig, weil die erste Säule ja die ist, wo alle einzahlen müssen, wo alle Geringverdiener auch immer profitieren und immer einzahlen und wo es nach Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeitrag aufgeteilt ist. Und Schweden hat damit sehr gute Erfahrungen, haben hohe Renditen aus dem AP7 und das wollen wir eben auch für Deutschland. Also dass sozusagen niemand mehr in die Rente einzahlen muss, sondern dass die Aufteilung in der ersten Säule sich verändert. Und wenn du magst, kann ich, weil es vielleicht spannender ist, sich anzuschauen, wie würde es sich in Deutschland auswirken, kann ich dazu auch ein paar Slides einblenden, wenn ich meinen Bildschirm teilen kann. Wir haben nämlich eine Studie machen lassen von Martin Werding. Der ist Professor an der Ruhr-Universität Bochum und ein großer Experte für die Simulation der Entwicklung von öffentlichen Finanzen und Rentenfinanzen. Dessen Expertise ist, glaube ich, unbestritten. Das muss man einmal kurz sagen. Was ist die Quelle von diesen Grafiken, die ich jetzt zeige? Der ist ganz oft Gast in Anhörungen zur Rentenpolitik im Deutschen Bundestag, also Expertenanhörungen, und macht die Tragfähigkeitsberechnungen der Staatsfinanzen für das Finanzministerium, also im Auftrag von Olaf Scholz. Also wirklich sozusagen dessen Expertise ist überparteilich anerkannt. Und der hat für uns das mal gerechnet. Geh mal kurz zurück. Jetzt erst einmal, was wäre der Status quo, wenn du nichts machst? Um das nochmal zu unterstreichen. Hier siehst du, wie der Beitragssatz, wenn man einfach die aktuelle Rentenpolitik fortsetzen würde, immer weiter hochgeht in Richtung 25% und gleichzeitig das Rentenniveau immer weiter sinkt. Irgendwie nicht so gut für die Jungen. Ne? Also die 2040, 2050 noch in Rente gehen, für die ist es irgendwie so keine schöne Aussicht. Und Gleiche gilt für Staatsfinanzen. Die gepunktete grüne Linie, die du hier siehst, die Referenzvariante ohne Reform, zeigt die Steuerzuschüsse. Wir haben ja Steuerzuschüsse in die Rente, die auch wachsen, wenn sozusagen der Finanzbedarf in der Umlage immer weiter wächst. Das ist auch gesetzlich normiert, da kommt man nicht raus. Immer weiter explodiert. Und diese rote Linie ist die Schuldenbremse. Die ist dann ab 2030 nie wieder einhaltbar. Das geht also kräftig in die Höhe. Auch keine so schöne Aussicht. Und die gelbe Linie ist eine Kombination aus der gesetzlichen Aktienrente und einer Einwanderungspolitik, wie sie Kanada oder Neuseeland machen. Und da siehst du die Steigerung sozusagen, also schon die Aktienrente reduziert den Finanzbedarf, das ist die grüne Linie. Und wenn du das kombinierst mit moderner Einwanderungspolitik, dann kann es gelingen, weil die Kurve wird dann irgendwann flach und bleibt unterhalb des Finanzierungsbedarfs der Schuldenbremse, dann kann es gelingen, die Staatsfinanzen zu stabilisieren. Der Schuldenstand sinkt dann auch, ansonsten geht er ungebremst immer weiter in die Höhe. Ist auch keine so gute Idee für die Bundesrepublik, das ist das hier. Und was du hier siehst, ist, dass es dann auch für die Bürger besser wird, nämlich das Rentenniveau, was im Moment in der gesetzlichen Rente immer weiter sinkt, fängt langfristig wieder an zu steigen. Und das ist sozusagen die ganze Story, das ist der Grund, warum wir das Ganze wollen. Verstehe. Das wäre die Auswirkung für Deutschland, also so wie prognostiziert. Ne? Ja, da kann man nicht auf den Euro genau sagen, weil das natürlich von verschiedenen Parametern abhängt, aber ich glaube, das wäre ein Schritt nach vorn. Und bis zu diesem Zeitpunkt, wo man dann 2030 bis 2040 irgendwann ist, bis dahin braucht es ja für die Aktienrente auch hohe Zuschüsse vom Staat. Wie hoch werden die denn genau werden? Ja, also hohe Zuschüsse vom Staat in die Rente braucht es sowieso. Die haben wir heute schon über 100 Milliarden Euro. Und was ich gerade gezeigt habe, ist, dass die unfinanzierbar werden, dass die wirklich explodieren, wenn wir nichts tun. Und deshalb müssen wir was tun.
Allerdings ohne Mühe, ohne Aufwand wird es nicht mehr gehen. Das ist der Preis, dass wir es anders als die Schweden eben nicht in den 90ern gemacht haben, mit mehr Vorlauf, bis dann die Rente unter Druck gerät durch den Babyboomer-Renteneintritt, sondern jetzt erst. Also man kann es, ich bin ja Parteipolitiker, ich darf das sagen, aber es ist an der Stelle die Wahrheit, man muss es auch so hart zuspitzen, durch die unverantwortliche Rentenpolitik der letzten Jahre, wo man Zeit verschenkt hat für eine Reform und sogar noch mit der Gießkanne Rentengeschenke rausgeballert hat, das habt ihr verfolgt, was da diskutiert wurde, ist natürlich jetzt Zeit und Finanzen verschenkt. Und deswegen gibt es einen Preis und der heißt, dass wir für ungefähr 10 Jahre, eine Dekade, müssen wir zusätzliche Steuerzuschüsse in das System packen, um diese Reform zu finanzieren, weil dadurch, dass wir ja wollen, dass auch künftig von den 18,6 Rentenbeitrag in der gesetzlichen Rente 2% in die Aktienrente fließen und nur noch 16,6 in die Umlage und wir den Anteil der Umlage nur schrittweise reduzieren können in den Auswirkungen, in den Finanzauswirkungen, und zwar so schnell, wie dann die Einzahlung aus der Aktienrente zunehmen, sonst würden ja die Bürger da wäre für die Bürger weniger Geld da, das kann es ja nicht sein, musst du sozusagen dieses Defizit, diese 2% für ziemlich genau 10 Jahre, das haben unsere Modellrechnungen ergeben, ausgleichen. Am Anfang ist das ein zweistelliger Milliardenbetrag und der sinkt dann aber in den nächsten Jahren der Dekade auch deutlich ab. Also ist nicht ohne, aber ist auf jeden Fall günstiger als nichts tun. Wenn ich da kurz einhaken darf, wie hoch ist dieser zweistellige Milliardenbetrag? Im ersten Jahr roundabout 20 Milliarden und dann sinken die pro Jahr deutlich ab. Also das gibt es nicht für umsonst. Das ist der Preis der Rentenpolitik der Großen Koalition. Es ist trotzdem richtig, es zu tun, weil es ist ja eine Investition in ein anders strukturiert aufgestelltes Rentensystem. Ich habe den Vorschlag deshalb zusammen gemacht. Also nach einer Dekade ist es dann ausfinanziert. Dann ist der Mehrbedarf weg und das Rentensystem sozusagen stabilisiert. Und dann steigen auch schon die Rentenansprüche für die Neuzueintritte, Neuzugänge in die Rente. Deshalb habe ich den Vorschlag auch nicht alleine gemacht als Rentenpolitiker, sondern mit meinem Kollegen Christian Dürr. Der macht bei uns in der Fraktion die Haushalts- und Finanzpolitik, weil da müssen die Finanzpolitiker und Haushaltspolitiker an Bord sein. Und der sagt, das ist nicht ohne, ist kein Pappenstiel. Das ist aber in etwa die Größenordnung an Geld, die FDP sowieso jedes Jahr als Einsparmöglichkeit im Haushalt immer identifiziert hat. Also es ist auch nicht unfinanzierbar und es ist notwendig, das zu tun, weil sonst wird es auf Dauer untragbar und das ist nie gut. Verstehe. Und kommen wir langsam hier zum Abschluss. Die vorletzte Frage. Gibt es dann auch eine Möglichkeit, aus der gesetzlichen Aktienrente rauszugehen, wenn man das zum Beispiel gar nicht machen würde? Und wird das Ganze ein Sondervermögen sein oder kann der Staat darauf zugreifen, wenn die nächste Corona-Krise oder Ähnliches kommt? Ja, das sind sehr gute Fragen, über die wir natürlich nachgedacht haben. Und das ist einer neben der Frage der Umschichtung vor Renteneintritt, um das Risiko kurzfristiger Schwankungen rauszunehmen, sind das fast die wichtigsten Steuerungsfragen. Und wir haben auch da, wir haben uns in Schweden das genau angeguckt, weil wir das Modell wirklich für sehr gut halten. Ich war auch selber mal in Stockholm und habe mich mit dem Chef des AP7 mich unterhalten. Und wir wollen genau wie in Schweden ein Opt-out zulassen. Das heißt, die 2%, die in die gesetzliche Aktienrente fließen, die kannst du auch in ein privates aktienbasiertes Rentenprodukt stecken. Da wird es dann Anbieter geben, die anbieten. Bedingung ist nur, es ist Altersvorsorge und es ist auch aktienbasiert. Also es ist echte Kapitaldeckung. Wie genau dann die Quoten sind, da kann der Markt dann Angebote machen. Ne? Da muss es nicht 100% Aktien sein, wie in dem öffentlichen Non-Profit-Fonds, kann es aber. Der öffentliche Non-Profit-Fonds muss sich sozusagen dem Wettbewerb der Anlagepolitik auch stellen. Also er hat immer private Konkurrenz. Das wird ihn besser machen. Das ist in Schweden auch so. Das sagt auch der Chef des AP7. Die sind sehr erfolgreich, genauso wie der norwegische Staatsfonds. Und der sagt mir, dass ich immer eine private Konkurrenz habe. Das tut eigentlich dem System gut. Das Einzige, was die Bürgerinnen und Bürger sozusagen nicht entscheiden können, ist, dass die 2% in Altersvorsorge, aktienbasierte Altersvorsorge fließen. Aber sie können sagen, mir gefällt das Angebot der gesetzlichen Aktienrente nicht, ich nehme eine private Alternative und sie zahlen in Summe ja auch nicht mehr als heute. So, und die Frage Sondervermögen, ja, natürlich, das ist sogar noch mehr als Sondervermögen. Das ist individuelles Eigentum. Also erstens schon, die Anlagepolitik soll von Profis gemacht werden, ohne politischen Einfluss. Wir stellen uns auch vor, dass das kein Ministerium Fachaufsicht hat, das ist der Rechtsterminus, wenn die weisungsbefugt sind, sondern dass das eine unabhängige Institution ist im öffentlichen Auftrag,
die Rechtsaufsicht, dass da alles mit richtigen Dingen zuläuft. Das könnte zum Beispiel die Bundesbank machen, die das genauso ja konstruiert, die Zentralbanken unabhängig von der Politik. Und das Vermögen selbst ist kein Kollektivfonds, sondern die legen an für die Anleger, also die Bürgerinnen und Bürger, dich und mich und alle Bürgerinnen und Bürger. Und du kriegst wie jeder Bürger und jede Bürgerin dann jedes Jahr auf auch den Euro genau deine Ansprüche aus in diesem Fonds ausgewiesen. Das ist wie wenn du privaten ETF kaufst. Da ist auch, es ist dein Eigentum und es legt nur jemand für dich an. Aber auf den Euro genau weißt du, was ist dein Anteil wert und das ist dein Eigentum mit dem ganzen Eigentumsschutz des Grundgesetzes. Also da kommt niemand ran. Sonst wäre die Verfassung ausgehebelt. Und in dem Zustand wollen wir uns eh nicht vorstellen. Insofern ist da keine Gefahr und darüber haben wir natürlich nachgedacht. Okay. Und werden dann perspektivisch auch, wenn es private Konkurrenz gibt, Aktien, ETFs und Fonds, wenn man sie lange genug hält, steuerfrei gestellt? Oder lässt man den Freibetrag wie heute bei 801 Euro? Wie läuft das ab? Also da müssen wir trennen zwischen Altersvorsorge auf Aktienbasis und generellem Aktiensparen. Altersvorsorge auf Aktienbasis, zum Beispiel hier die gesetzliche Aktienrente oder auch andere Dinge. Um das mal in einem Satz gesagt zu haben, es wird ja weiter auch betriebliche und private Vorsorge geben und auch staatlich steuerlich geförderte betriebliche und private Vorsorge. Und da wollen wir auch höhere Aktienquoten zulassen als heute und so ein Altersvorsorgedepot schaffen. Vielleicht kennst du machst dein, die Zuschauer deines Kanals sind im Zweifel Aktienexperten, von denen haben manche vielleicht schon vom amerikanischen 401k gehört. Genau, das ist so ein, genau, Vorsorge. Genau das wollen wir in Deutschland auch schaffen, als Alternative für die zweite und dritte Säule, die betriebliche und private Vorsorge. Da reden wir jeweils über Altersvorsorge. Da ist die für die Jüngeren die Regel ganz einfach. Die Einzahlungen sind steuerfrei und dafür werden die Entnahmen und die Auszahlungen später besteuert. Das ist Altersvorsorge. Da wird aber dann in der Zwischenzeit nichts besteuert, sondern nur später die Entnahmen mit der ganz normalen Einkommensteuer. Das ist der Bereich der Altersvorsorge. Wir sind der Meinung, auch abseits der Altersvorsorge müssen wir was tun für die Aktienkultur in Deutschland. Ich freue mich, dass unsere Modellrechnungen gezeigt haben, dass die gesetzliche Aktienrente dafür sorgt, dass Geringverdiener überproportional profitieren, weil die erstmalig zu globalen Unternehmenseigentümern werden. Und da wollen wir ja hin. Aber auch über die Altersvorsorge hinaus will ich ein Volk von Eigentümern und ein Volk von Aktionären, weil dann funktioniert unsere Marktwirtschaft bestmöglich. Die jüdische Lehre sagt mir, die Reichen sind reicher, weil sie Aktien haben. Ja, dann sage ich, dann lass uns doch drüber nachdenken, wir dafür sorgen, dass alle davon profitieren. Und deswegen sollten wir auch unabhängig von der Altersvorsorge Aktien sparen, steuerlich fördern. Und unser Wahlprogramm sieht zwei Vorschläge vor. Erstens, die Wiedereinführung der Steuerfreiheit nach einer Spekulationsfrist. Wie lang genau, darüber muss man dann diskutieren. In meinen Augen kann das ruhig auch ein bisschen länger sein. Und dafür sozusagen, weil es ja um langfristige Anlage geht und dafür echte Steuerfreiheit, das muss man dann in Koalitionsverhandlungen ausdiskutieren. Aber wir wollen auf jeden Fall das wieder einführen. Damit schaffst du ja auch die Gleichbehandlung mit anderem Eigentum, was du aufbaust, also Wohneigentum, von dem wir in Deutschland auch mehr brauchen. Wenn du das dann wirtschaftlich nutzt, wird es ja auch nicht dann doppelt besteuert. Und zweitens, und das ist mir auch ganz wichtig, brauchen wir, finde ich, einen deutlich höheren Sparerpauschbetrag, weil Aktiensparen sollte auch mit einer Dividendenstrategie möglich sein. Und wenn du nur die Steuerfreiheit nach Veräußerung einführst, dann setzt du sozusagen voraus, dass die Leute ihre Aktien dann auch verkaufen. Ich finde aber auch das Konzept, ich halte Aktien ein Leben lang und lebe von den Dividenden, sollten wir fördern, weil genau das Wesen von Unternehmenseigentümerschaft ist. Und deswegen die beiden Forderungen, steuerfrei nach Spekulationsfrist wieder einführen, höheren Sparerpauschbetrag, insbesondere mit Blick auf die Dividenden. Cool. Ich finde es ein sehr interessantes Konzept und danke dir an dieser Stelle, Johannes, dass du hier dir die Zeit genommen hast. Ich bin jetzt mal gespannt, was ihr als Zuschauer zu dem Konzept denkt. Sagt es uns unten in den Kommentaren. Ich bin auf den Austausch gespannt und würde mich freuen, wenn du das Ganze vielleicht auch umsetzen kannst demnächst. Ja, also da ist der 2 Sekunden Werbeblock. Das hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie viele Leute unterstützen die Freien Demokraten und damit auch mich persönlich mit meinen Überzeugungen jetzt bei der kommenden Bundestagswahl. Und wenn es Fragen, Hinweise, Nachfragen gibt, die wir jetzt nicht beantwortet haben, gerne auch mich einfach anschreiben. Also auf allen sozialen Medien, Instagram, Twitter etc. heiße ich eigentlich immer Johannes Vogel in einem Wort durch, kann man ganz leicht finden. Und wenn da Kommentare offen bleiben, gerne schicken. Super, Dankeschön.
Mach's gut. Ciao, ciao.